Grüne Oliven selber einlegen ist ganz einfach. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die leckersten grünen Oliven in Salzlake einlegen könnt. Die Oliven müsst ihr unbedingt ausprobieren, denn die schmecken nicht nur super lecker, sondern sind auch sehr gesund. Zuerst werden die Oliven mit klarem Wasser gründlich gewaschen. Dann geben wir die Oliven in einen Gefrierbeutel und klopfen jede einzelne Olive, bis ein Schlitz entsteht. Das sorgt dafür, dass die Oliven schneller gereift werden und nicht so bitter schmecken. Anschließend geben wir die Oliven in eine Schüssel mit Wasser und Zitrone und lassen sie für ca. 24 bis 48 Stunden ziehen. Das sorgt dafür, dass die Oliven ihre Bitterstoffe verlieren. Wer die gern bitter mag, der kann direkt mit dem Einlegen beginnen. Jetzt nochmal die Oliven waschen und dann beginnen wir mit dem Einlegen. Jetzt wiege ich die Oliven ab und gebe für jedes Kilo Oliven 3,5 Esslöffel Salz und vermische alles gut miteinander. Ganz wichtig, damit euch die Oliven nicht so schnell kaputt gehen und ihr länger was davon habt, verwendet bitte nur das grobkörnige Salz und ganz ohne Jod. Jetzt werden die Oliven abwechselnd mit Zitronenscheiben und Peperonis in Gläser gefüllt. Auch hier ganz wichtig, die Peperonis sollten scharf sein, damit die ganzen Bakterien abgetötet werden. Jetzt geben wir noch das übrig gebliebene Salz mit je eine Zitronenscheibe und füllen das Glas mit Wasser. Und geben ganz zum Schluss noch Olivenöl oder Speiseöl drüber, verschließen die Gläser und lassen die für ca. 2 Wochen ziehen. Gut verschlossen halten sich die Oliven an einem dunklen und kühlen Ort ca. 1 bis 2 Jahre lang.